Ihr Lieben, herzlich willkommen bei sunnyblog.de. Wir sind bei Charlotte und den Zwillingen und ich habe gerade mal den Kalender aufgeschlagen und da kann man sehen, dass die beiden Zwerge am Samstag Geburtstag haben. Das heißt, diesen Tag müssen wir noch durchstehen irgendwie oder Charlotte vielmehr und dann haben die beiden Zwerge oder sind die beiden Zwerge keine Babys mehr, sondern Kleinkinder. Dann ist ein Schritt schon mal geschafft. So, das heißt für uns, wir versuchen, dass Charlotte heute irgendwie so weit kommt, dass sie noch ein bisschen Geld verdient, auf welchem Wege auch immer, sei es Mülltauchen, sei es Garten, sei es Stricken, mir völlig egal. Wir brauchen noch ein bisschen Kohle, denn im Moment haben wir gerade mal 41 Simoleons und da ist ja nicht wirklich viel zu holen. Das heißt, wenn die beiden dann Kleinkinder werden und wir ein Töpfchen und so weiter brauchen, dann wird es schwierig. Wir gucken mal einmal direkt ins Inventar her. Na gut, viel ist hier auch nicht mehr. Dann schauen wir mal. Charlotte ist natürlich schon wieder wurstmüde, aber eins der Zwerge quakt schon wieder. Jo. Der zweite Zwerg schläft im Moment. Ich hoffe, sie wird nicht wach. Das ist Maya, das ist Christina. Mach ein Nickerchen. Schnell, mach ein Nickerchen. Nicht im Stehen, schon auf der Liege. Es bringt zwar so gut wie gar nichts, aber ja, da quakt der erste wieder. Eine schmutzige Windel. Jetzt hat das wieder zu lange gedauert. Quakt Nummer 2 auch direkt mit. So, Nummer 2 wird gefüttert. Und dann darf Charlotte einmal schnell den Busch benutzen. Schocken. So ein bisschen, du musst das halten, du musst das Kind schaukeln. Geht sie duschen? Gut, dann dusche einmal kurz. Bringt auch minimal etwas. So, jetzt ist Zwerg dann gleich wieder etwas besser drauf. Dafür geht Charlotte schon wieder bescheiden. Schauen, dass sie wenigstens noch das Duschen schafft. Vielleicht wenigstens vielleicht mit Glück in den gelben Bereich kommen. Mal schauen. Dann ist ja auch nicht zu denken. Gleich nochmal. Solange das Kind ruhig ist.
Und dann kann sie nochmal Zähne putzen. Oh, wir schaffen es sogar in den grünen Bereich. Zum Ernten reicht es trotzdem nicht. So, hast du noch was? Das ist ja auch nicht wirklich viel, ne? Jetzt muss ich einmal hier schauen. Spinat hat sie, glaube ich, selber schon angebaut. Genau. Dann kannst du den anderen auch noch essen. Dann müssen wir den nicht behalten. So, und dann kannst du noch mal ein Nickerchen machen. Aber ich habe mir übrigens auch überlegt, wir werden das Ding verkaufen. Und also wenn wir jetzt heute nichts zusammenkriegen, dann verkaufen wir das Ding. Immer noch zu unwohl, ne? Brackiges Wasser, hungrig. Mach noch mal ein Nickerchen. Nein. Sie ist rebellisch und nur darauf aus, die elterliche Autorität in Frage zu stellen. Ihre eigene oder was? Wohnt doch schon gar nicht mehr zu Hause. Die Abstimmung wurde eröffnet. Der Hund hat auch so seine Meinung. Hey, du siehst gut aus. Ja. Du könntest mal rüberkommen und dich um deine Zähne kümmern. Wobei es ja immer noch süß ist, dass er sagt, sie sieht gut aus. Nee. Ja, du kannst nicht einfach in die Schule. Du hast hier zwei Babys zu versorgen. So, jetzt nicht mehr quaken. So, versuchen wir noch mal schnell ein Nickerchen zu machen. Ja, leg dich hin. Zu mehr ist sie sowieso nicht in der Lage. Ja. Nein. Birnenernten wäre wichtig, weil die kann sie essen. Aber vielleicht schafft sie auch noch ein zweites Nickerchen.
Aber die Birnen wären am wichtigsten. Bisschen schneller. Wir sind im orangenen Bereich. Nicht entspannen. Mach noch ein Nickerchen. Lukas! Niemand ist perfekt, aber du bist so nah dran, dass es beängstigend ist. Weißt du das? Irgendwie ist er ja auch süß, ne? So, hast du die Birnen geerntet? Du kommst da nicht ran, kann das sein? Sollen wir die mal ein bisschen auseinanderstellen? Lass mal auch verstellen, die mal. Moment. Ich glaube, wir müssen die Pflanze mal ein bisschen sortieren hier. Ich glaube, sie kann gar nicht. Zumindest hat sie jetzt schon mal die Birnen geerntet. Oder zumindest ein Teil davon. So, die anderen können wir erstmal da lassen, wo sie sind. Hast du Birnen geerntet? Nein, warum nicht? Musst Birnen ernten. Vergiss es. Hier hingehen. Füttern. Romantischen Text, ach so. Ja, ich weiß, Charlotte, das ist echt essig. Ich weiß, du bist im Bett. Das lassen wir mal. Charlotte ist. Hat das Bestreben, Tierfreundin. Wir müssen mal gucken, was wir damit machen. Ich habe eine grobe Idee, aber das dauert noch. Da muss Charlotte erst noch ein bisschen. So, und du, Zwerg, was mit dir? Müde wie ein Hund. Hundemüde. Oder was willst du mir sagen? Dann versuchen wir gleich nochmal die Hygiene hochzukriegen. In der Hoffnung, dass sie dann. Nein, wir tun das auch noch nicht so wirklich weiter hier. Wenigstens erntet. Sie hat doch einen Birnen. Ach so, ist ein Apfel. Ach, okay, Mädchen, dann schnell noch mal ein Nickerchen machen. Nein. Mädel, so können wir. So kommen wir nicht weiter.
Zwergi, Los mit dir. Mama hat so einen Hunger. Deine Mama hat so einen dollen Hunger. Und du meckerst und meckerst und meckerst. Bis auf das bisschen Spinat hat sie heute auch noch nichts gegessen. Kein Wunder, dass sie Hunger hat. Nicht. Nicht entspannen. Mensch. Hör doch mal auf zu quengeln. Nee, nicht mit Flasche. Einer quakt immer. Entspannen. So, nun aber schnell ein Nickerchen machen. Kinder schlafen schnell. Gewürzfestival haben wir keine Zeit für. Komm rüber. Kannst mit Glück hilft es uns ein bisschen. Birnen Charlotte, los! Nee, gerade nicht. Warum denn nicht? Natürlich. Ja, ich weiß, dass du Hunger hast. Guck mal, vor deiner Nase hängen Birnen. Du müsstest sie nur pflanzen. Ernten meine ich, nicht pflanzen. Hello. Gucken wir halt mal, dass wir den Spaß ein bisschen hochbekommen. Dann können wir sie wenigstens im eigenen Müllcontainer nach Essen tauchen lassen. Schneeengel Vielleicht macht sie das ja, wenn sie ein bisschen mehr Spaß hat, dass sie dann ernten geht. Platz haben wir ja, dann versuchen wir das mal. Aber die Strategie ein bisschen ändern. So, gleich nochmal. Charlie. Ich vermisse dich so sehr, Sis. Wenn du deinen Bruder wirklich liebst, dann solltest du vorbeikommen und mich besuchen. Charlie, ich kann nicht. So, nochmal stäuben. Jetzt hat sie zumindest mal ein bisschen Spaß.
Und dann gehst du einmal bestäuben und dann nochmal einen Schneeengel machen. Natürlich, jetzt quaken die Mädels wieder. So, da sind wir jetzt grün. Danach schnell bestäuben. Und danach schicken wir sie noch Hände waschen. Guckt keiner. Der Plumbe ist schon vorgesprungen. So, haben wir das auch grün. Und einmal hier Windeln wechseln. Und wenn es jetzt nicht geht, wenn wir vier Balken grün haben, dann schicken wir sie Mülltauchen. Hände waschen. Geht nicht. Es will uns nicht gelingen. Dann schauen wir, dass sie hier was zu essen findet. Vielleicht haben wir da ein bisschen Glück. Hat sich das mit der Hygiene zwar auch gleich wieder erledigt, aber eine Bonsai-Knospe. Kannst du noch mal nach. Okay. Okay. Spinat. Nein, ich brauche. Lassen wir sie mit ihrer Schwester mal einen Schneemann bauen. Das war schön, dich zu sehen. Ich dachte, wir bauen jetzt noch einen Schneemann zusammen. Natürlich, es quakt schon wieder einer. So, jetzt. Ja, der Tag ist fast um hier und wir haben genau 0 Simoleons verdient. Hey Lukas. Lukas ist ja der Papa der beiden Mädels.
Eva. Und geh nicht ganz zu uns. Nimm sie, Sharif. Vielleicht bitten wir Lukas nur um Geld. Vielleicht gibt er uns hier Geld. Das ist doch für deine Kinder. Nein, nein, meinst du, 19 Simoleons hat er uns gegeben. Guck mal hier, dein Kind. Es brüllt die ganze Zeit. Warum nicht? Kannst du hier nicht rein? Habe ich die Tür abgeschlossen? Jetzt kannst du rein. So, bisher hat Lukas ja nicht so wirklich väterliche Qualitäten gezeigt. Jetzt irgendwie auch nicht. Statt dass er mal die Windeln wechselt, das wäre ja mal nett gewesen, ne? Okay. Oh, bald. Schon wieder? Ach so, du hattest du wieder hier. Ich weiß. Ja, nun komm, ich weiß, dass der Busch stinkt. Mann, wie sollen wir denn hier Geld verdienen, wenn die Kinder die ganze Zeit quaken und Charlotte überhaupt nicht schlafen kann? Vielleicht sollten wir mal versuchen, sie hier drin ein Nickerchen machen zu lassen. Vielleicht bringt das mehr als die Liege. Das können wir tatsächlich mal versuchen. Wenn die Kinder ruhig sind. Das machen wir direkt mal. Aber sie ist auch echt jetzt mittlerweile hungrig, ne? Kind. Jetzt ist das wohl so. Jetzt müssen wir Mama mal im Müllcontainer schlafen lassen. Vielleicht bringt das mehr. Ja, ihr Lieben, der Tag ist durch. Wir haben Geld verdient, indem Lukas uns Geld gegeben hat. Wir warten auf den Geburtstag. Wir warten auf den Geburtstag, ihr lieben Leute. Ich werde die nächste Folge direkt im Anschluss aufnehmen, denn ich will jetzt einfach, dass die Kinder Geburtstag haben und ja. Damit wir hier ein bisschen vorwärts kommen. An dieser Stelle beende ich diese Folge. Auch der Müllcontainer scheint nicht ganz so viel zu bringen. Und wir müssen echt aufpassen, dass Charlotte uns... Du musst die Birnen ernten. Das nützt alles nichts. Jetzt schneit es auch noch. Du musst zuallererst die Birnen ernten. Ja, wie gesagt, an dieser Stelle beende ich diese Folge. Und ich habe jetzt beim nächsten Mal wieder dabei. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wenn euch gefällt, was ich mache. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao!